Budilma, was haben wir hier? Ein recht naher verwandter Art. Die beiden können auch hybridisieren. Und zwar eine Kreuzkröte. Eine Wechselkröte. Wunderbar zu erkennen, wenn sie denn sauber ist. Am Camouflage. Ja, also die haben so eine schöne gefleckte Färbung. Besonders die Weibchen. Sieht man ein bisschen schlecht, weil die ein bisschen dreckig ist. Und wie gesagt, aber hier den Unterschied sieht, die läuft halt nicht, die hüpft mehr. Ne? Die hüpft. Die läuft, die hüpft. Großer Unterschied. Ja? Damit kann man sich schon gut unterscheiden. Der Lebensraumtyp ist teilweise recht ähnlich. Auch oft in Sandgruben und so zu finden. Genau, da wo sie sich vergraben kann. Ne? Weil beide Arten vergraben sich. Und jetzt haben wir noch eine Art, die hier auch in der Ecke viel lebt. Da haben wir den Finja, der sich auch viel eingräbt. In der Ecke links unten. In der Ecke links unten. Genau, die Knoblauchkröte. Ich habe gehört, ihr habt das schon gesehen. Ja? Die hat ja so eine schönen Katzenaugen. Ne? Die hat sehr schöne Augen. Guckt immer so ein bisschen depressiv. Ja, also die hat immer einen Gesichtsausdruck wie Montagmorgen Arbeit. Und muffelt. Und muffelt ein bisschen, genau. Ja, gehört zu den Schaufelfüßern, das heißt, die gräbt sich sehr, sehr schnell im Substrat wieder ein. Vielleicht klappt es ja hier, wenn man sie ein bisschen... Ist die generell kleiner? Oder ist das jetzt die ist größer, das ist eine relativ kleine. Ja, noch größer. Normalerweise graben sich dann, sobald sie merken, sie können sich eingraben, auch sehr, sehr schnell wieder ein. Grabt euch ein, Jungs. Grab dich ein, grab dich jetzt ein. Die hat sich gerade ein bisschen eingegraben. Genau, die graben sich auch relativ nach schnell rückwärts ein. Graben die sich rückwärts ein? Die graben sich rückwärts ein, genau, die Hinterfüße. Nur wie will ich so. Man sieht, die Wechselkröte graben sich relativ schnell ein. Also wenn das Substrat stimmt, sind die... Das ist Wechselkröte, Kreuzkröte, Knoblauchkröte.